Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Star Citizen Guide. Wir hatten uns im letzten Video hatten wir uns mit dem Transport von unseren Ausrüstungsgegenständen, mit unseren Schiffskomponenten beschäftigt, mit dem Handel von größeren Mengen, größeren Waren. Aber was ist, wenn wir noch kein Geld haben, um uns überhaupt Waren in den Mengen zu kaufen? Wenn wir noch keine 150.000 oder so haben, um uns Astatine zu holen, oder 70.000, um uns eine Constellation auszuleihen, mit der wir Waren transportieren können, sondern nur unser kleines Starterschiff haben. Da wählen wir mal unsere Titan, unseren kleinen Pinguin. Da habe ich jetzt lediglich einen schnelleren Quantum 3 verbaut. Und dann haben wir hier unsere Transportmission, Contracts Manager, und auf die wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Wir haben, die steht jetzt zur Verfügung, weil ich schon ein bisschen weiter bin bei denen im Ranking, aber wenn wir anfangen mit Transportmissionen, haben wir bei Wetwind so eine 3000 Alpha UEC Mission. Da müssen wir meistens Waren von einem Mond holen oder von einer Station einsammeln. Ist meistens eine Kiste, in dem Fall wird eine. Die bringen wir nach Hurston und kriegen dafür 3000 Alpha UC. Wenn wir dann hier bei Redwind, haben wir hier auch unseren Ruf. Wenn wir weiter aufsteigen, wir fangen hier unten an. Jetzt bin ich hier schon ein Runner oder auf dem Weg zum vollwertigen Runner. Dann kriegen wir halt, wie gesagt, auch hochwertigere Missionen. Aber wir nehmen jetzt erstmal diese 3000 Alpha UC Mission an und fliegen mit unserem kleinen Pinguin los. Den Quantum Drive, den wir jetzt hier eingebaut haben, den habe ich gerade von einem anderen Schiff runtergenommen. Wenn man mehrere Schiffe zur Verfügung hat, dann, also wo stehen wir überhaupt? Wir sind Hangar 2. Und sagt, okay, das andere Schiff benutze ich jetzt gerade nicht so, dann kann man auch gerne mal, wenn es ein schnellerer ist oder so, bessere Komponenten von einem anderen Schiff einfach umbauen auf das eigene Schiff, was man jetzt gerade benutzt. Da muss man den nicht zwingend kaufen. Hab jetzt hier den Quantum Drive, Quantum Generator, habe ich jetzt von der Anvil Arrow genommen, die ich wieso auch immer im Inventar habe. So, und dann steigen wir hier in unser Schiff. Das geht natürlich die Mission, dafür brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt eine Avenger. Die kann man auch mit einer Aurora machen oder einer Mustang. In der Mustang ist, glaube ich, jetzt auch inzwischen unten so ein kleines, gab es vorher nicht. Hat man unten jetzt ein kleines Fach drin, wo man die Sachen einlagern kann, so Kisten. So, komm's. Starterlaubnis einholen. Also, da reichen auch ganz normale kleine Starterschiffe, braucht man nicht mal eine Avenger für. Reicht doch eine Aurora oder eine Mustang. Aber wenn ihr Starterschiffe kauft, guckt nochmal genau nach. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Mustang Frachtraum hat. Ich weiß, dass die Auroras, dass sie alle halt so einen kleinen Innenraum haben. Muss den Schub rausnehmen, dass wir nicht so schnell dann düsen. Dass die Auroras alle einen Innenraum haben, wo man Kisten abstellen kann. Man muss ja nicht unbedingt Laderaum haben. Reicht doch einfach ein kleiner Innenraum. Und dann, so, fliegen wir mal los. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Fahrwerk können wir mal noch einfahren. Mal ein bisschen stellt sich hier bei unserem Schiff. Genau, und andere Waffen haben wir noch angebaut, aber die brauchen wir hier eigentlich nicht. Sollten hoffentlich keine Kämpfe verwickelt sein. Ich mag meinen kleinen Pinguin. Ich finde den wunderschön. Okay, unser Triebwerk hinten. Erinnert halt so ein bisschen an den Space Shuttle. Und, wie gesagt, mit dem kann man super viel anfangen. Der eine gute Bewaffnung. Schon nicht schön weit mit anfangen. So, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wir können zum einen können wir so rumgucken. Okay, da sehen wir 95.000 knapp
Er ist auf einem Mond. Damit jetzt nicht schon gewusst hätten, durch die Missionsbeschreibung. Suchen wir uns einen OM-Punkt, den wir anspringen können, weil wir den Mond aber auf der anderen Seite es nicht direkt anspringen können. Wir könnten natürlich auch uns eine Route festlegen, aber mit den OM-Punkten geht das eigentlich mal ins Gute, wenn man sie findet. So, auf nach Magda. Wenn man jetzt eine Transportmission hat, vielleicht die ein bisschen weiter weg liegen, wird sinnvoll, vielleicht einen Quantum Drive gerade hier bei der Avenger zu verbauen, der nicht ganz so schnell ist, dafür dann aber mehr Reichweite hat. Weil mit dem Quantum Antrieb oder Quantum Generator, den wir drauf haben, der ist halt schnell, aber verbraucht dementsprechend viel Quantum Fuel und reicht halt nicht für weitere Sprünge. Aber wenn man innerhalb von eben Planetensystem hier bleibt mit Planet und Monde, dann ist es ganz praktisch, um schnell hin und her zu springen. So. Aber nicht volle Fahrt voraus, halben Schub. Nicht, dass wir hier mit über 1000 Metern die Sekunde hier anfliegen und dann auf die Oberfläche krachen, weil wir nicht mehr bremsen können. Ja, bei den Waffen, genau wie hier als Beispiel, sind ja alle Repeater. Die kann man sich dann zur Not auch nochmal auf den gleichen Waffenslot legen. Mal gucken im Landeanflug, nicht dass wir auf der Oberfläche krachen. Machen wir hier rüber, ne? Packen uns alle hier auf die 0. Und dann sehen wir, sind die alle auf dem gleichen Slot und feuern die mit der gleichen Taste ab. So, jetzt wollen wir hier nicht groß rumschießen, denn wir wollen landen und ein Paket abholen. Wenn es dunkel ist, hilft es manchmal Licht einzuschalten auf L. Sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Manchmal ist es natürlich bei Nebel, dann sieht man auch nicht unbedingt besser. So. Wir müssen jetzt auch nicht unbedingt auf den Landing Pads hier landen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Wir sehen ja, in welchem Gebäude das ist. Können wir mit so einem kleinen Schiff auch ja eigentlich direkt vor dem Gebäude landen. Fahrwerk sollte man nicht vergessen. Hier mit so einem kleinen Avenger. Ist auch kein Problem. Wieder vorzulanden. So. Triebwerke aus. Auch immer sinnvoll. Der Luke auf. Ups. Oh, oh, oh. Durchgeschüttelt. So. So leicht stürmisch. 31 Meter. Was ist denn das? Ist er wieder rausgefallen oder was? Machen wir wieder auf hier. So, stehen bleiben. Ja, oh, was ist denn hier los? Oder? Ein sehr starker Sturm. Mhm, okay. Kann man mal machen. Wir heilen uns mal. Mhm. Heilen. B, heilen können wir auf uns selber richten. Ja, das sind so die Probleme, mit denen man hier bei Star Citizen derzeit manchmal zu kämpfen hat. Wegstecken, auf R gedrückt halten. Da landen wir schon schön dicht dran und werden dann hier nochmal weggeschleudert. So. Wir betreten hoffentlich jetzt den Bereich. Langsam rein. So, Tür ist zu.
Ja, ein Spiel lässt sich auch immer wieder irgendwelche neuen Sachen einfallen. Dass ich so mal hinfalle oder so, hatte ich auch schon. Ah ne, hier wollen wir da gar nicht ran. Hatten wir auch schon, aber dass ich so doll wegfliege. So, hier ist unser Paket. Nehmen wir in die Hand, aber bevor wir es in die Hand nehmen, haben wir hier immer noch mal öfter mal so eine Kisten rumliegen. Da kann man sich noch ein bisschen bereichern. Und hier manchmal noch sinnvolle Sachen drin, die man so mitnehmen kann. Hier haben wir jetzt ja eine Hose und einen Helm. Manchmal haben wir Nahrungsmittel drin, Heilungssachen oder alles Mögliche. Das haben wir hier drin, in den Lootboxen. Na, hier ist schon ein bisschen mehr drin. Hier kann man zum Beispiel so ein Multitool ist hier drin, das kann man sich immer mitnehmen. Sagt Nahrungsmittel, ist immer gut für unterwegs. Nehmen wir uns mal ein, zwei Sachen mit. Aber damit wollen wir uns jetzt ja nicht aufhalten. Wir nehmen uns die Kiste mit. Weil es nur um zu zeigen, und da seht ihr, müsst euch nicht alles selber kaufen. Das sind so ein Außenposten noch oft. In so ein Lootboxen. So, jetzt haben wir die Box. Laufen wir raus. Sturm ist zum Glück vorbei. Hört sich nach Flüssigkeit an. Ja, komm. Sturm ist da vorbei. So, dann platzieren wir das. Ja, diese komischen Muster hier auf dem Boden, das sind so eine Magnethalterung. Und wenn man mehrere Kisten zum Beispiel zu transportieren hat oder so, dann ist es immer ganz praktisch, wenn man hier noch so ein Multitool mit Traktorstrahl bei hat. Dann kann man darüber die Sachen dann transportieren. So, stecken wir aber erstmal weg. Wegstecken. Star Citizen zeigt sich heute wieder von seiner besten Seite. Ich hoffe, dass... Ja, manchmal ist es komisch. Manchmal läuft es richtig gut. Manchmal hat man hier und da ein paar Fehlerchen. Ich hoffe, es wird jetzt mit der 3.18... Soll ja wieder eine Bahnbrechen, ein bahnbrechender Patch sein. Ja, aber sollen ja viele Verbesserungen reinkommen. Hoffen wir mal, dass wir auch so eine kleinen Bugs hier mal beheben. Man kann natürlich auch alle möglichen reporten. Also Bug Report gibt es immer. Da hat man die Möglichkeit, so eine Sachen zu vermerken. So, dann fliegen wir mal zurück nach Hurston. Aber ich möchte so eine Sache nicht rausschneiden, weil ich möchte, dass ihr seht, wie ist der aktuelle Stand von Star Citizen. Ich möchte euch hier nicht irgendeine Utopie vorstellen und sagen, oh, alle super, alle bestens. Nee, gibt hier und da Fehlerchen, aber mit und euch aber auch zeigen, wie man teilweise mit manchen Fehlern leben kann, mit manchen vielleicht nicht. Was sind gravierende Fehler? Und genau. Möchte euch ja auch zeigen, wie man mit so Fehlern umgehen kann teilweise. So, da müssen wir unser Päckchen abgeben. Ist manchmal auch tagesformabhängig, serverabhängig, wie gut das läuft. Manchmal kann man stundenlang spielen, ohne dass man irgendwelche größeren Probleme hat. Da läuft alles flüssig und dann gibt es manchmal Tage, da läuft es überhaupt nicht flüssig. Wollte das letzte Video, wollte ich eigentlich auch schon ein paar Tage eher bringen. Hatte aber auch hier und da ein paar Problemchen. Ein, zwei Fehlerchen konnte ich auf meinen Rechner zurückführen. Da hatte ich zum Beispiel Probleme mit dem RAM. Und hatte vermeintlich gleiche RAM-Riegel drin, hab dann aber gemerkt, dass die leicht unterschiedliche Timings hatten. Aber waren weder CL16, aber die darauffolgenden Timings waren leicht unterschiedlich. Dementsprechend habe ich dann zwei der vier Riegel wieder rausgenommen. Und ja, seitdem läuft das wieder besser. War dann halt immer, wenn die CPU-Auslastung recht hoch war, weil er unter geladen hat, dann kam man mit diesen unterschiedlichen Timings nicht so klar und hat dann, ist dann abgeschmiert. Also es liegt nicht immer nur am Spiel an sich, sondern manchmal auch an kleineren Sachen am eigenen System, die vielleicht bei anderen Spielen jetzt nicht so gravierend sind, aber bei dem Spiel vielleicht schon. So,
Aber nichtsdestotrotz hat Star Citizen nach wie vor viele kleine eigene Problemchen, mit denen man mehr oder weniger leben kann. So, jetzt sind wir im Land, am Flug. Ja, wie gesagt, aber schön ist es. Schön ist es auf alle Fälle. Ja, ein bisschen Schub raus, dass wir nicht so runterkrachen. Licht an, dass wir was sehen. Im Landeanflug. Ein bisschen Schub raus. Fahrwerk raus. Ah, hier ist stürmisch. Hören wir schon. Hoffen wir mal, dass wir uns hier nicht wieder so maulen, wegfliegen, verletzen und sonst irgendwas. Bisschen hoch die Nase. Aber nicht hier rein. So. Landung geglückt. Triebwerke aus. Steigen wir mal aus. Jetzt steckt da mal das Ding weg hier. So. Luke auf. Die war leichtwindig. Die, oh, ja, leicht gefährliche Flüssigkeit, die schwabbelt hier hin und her. Gluck, gluck, gluck. So, rin hier in die gute Stube. Vielleicht ohne wegzufliegen oder irgendwas. Ja, ist hier auf dem Planeten kein Problem. Er liegt vielleicht am Mond. Aufgrund der mangelnden Gravitation. So, wir wollen drop off, wir wollen abgeben. Mach auf die Luke. Päckchen rein. Päckchen rein. Ach, das muss man schon zweimal machen. So. Päckchen ist drin. So, döp, abheben. Super. Und wenn man dann sagt, oh, pf, wenn ich schon hier bin, können wir mal gucken, was wir jetzt einkaufen können. Vielleicht haben wir irgendwas, was wir irgendwie irgendwo transportieren können. Hier haben wir Diamanten als Beispiel oder ein bisschen Müll oder ein bisschen Aluminium. Dann kann man hier gleich noch einkaufen, shoppen gehen und das woanders verkaufen. Oder hier mit dem Dude ein bisschen quatschen, hallo. Er redet ein bisschen leiser. Und genau, manchmal gibt es auch bei denen hier, denn dass wir Pakete abholen müssen oder irgendwo hinbringen müssen. Aber da sagen wir jetzt goodbye. Habt noch einen schönen Tag. Und genau. Das war's. So viel zu unserem kleinen Transportmission. Und wie gesagt, wenn wir davon ein paar machen, steigen wir hier in unserem Rang auf. Bei Delphi sehen wir unseren Wet Wind Rang hier, steigen wir auf und kriegen dann halt dementsprechend lukrativere Missionen. Ne? Okay. Super. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick gekriegt über die kleinen Transportmissionen, über die kleinen Fehlerchen hier und da. Und genau. Lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.